der Verletzten, das kann ich schon mal so vorwegnehmen. Dann führt André Gohlke den Ball, der erste gefährliche Angriff für St. Pauli nach 7 Minuten. Und Udo Mai, der ja seit einiger Zeit das Wattenscheider Tor hütet und das immer besser macht, fängt sicher ab. Wattenscheid fällt überlegen und St. Pauli zunächst einmal auf Konter bedacht. Und das ist die erste große Chance. Und der junge Bernd Hollerbach erzielt nach 12 Minuten das 1:0 für St. Pauli. Bernd Hollerbachs erster Treffer. Er wird teuer bezahlt von dem jungen Mann. Er zieht sich nämlich beim Zusammenprall mit Mai eine Gehirnerschütterung zu. Ich will dem Torhüter von Wattenscheid keinen Vorwurf machen, auch wenn er das Knie da ein wenig hochreißt. Aber das ist sicher nur ein Reflex. Hier noch einmal der Treffer. Hollerbach wird minutenlang am Rande des Spielfelds behandelt und muss sich dann verabschieden. Udo Mai kann aber weiter dabei sein. Dann natürlich stürmische Angriffe seitens der Wattenscheider, die ja ein Erfolgserlebnis nötig haben. Ein bisschen umständlich, dann aber doch hier Platz für Uwe Neuhaus. Wird er hier gefoult oder nicht? Das ist ganz schwer zu sagen. Eher nein, meine Entscheidung, mein Kommentar. Der Angriff von Sievers wohl regelgerecht. Dann, wie gesagt, die Auswechslung. Zander für Hollerbach und er geht in die Mauer hinein. 17 Minuten sind gespielt. Frank Hartmann wird ausführen. Eher unglücklich. Und dann, ja, die Chance und Sahne staubt ab aus, ja, 50 Zentimetern Entfernung. Erzielt er den Ausgleich, Neuhaus dazwischen. Und bei einem solchen Tor macht er keinen Salto, der Sammy Sahne, so nach dem Motto, das lohnt sich nicht, wenn man den Ball aus 50 Zentimetern über die Linie bringt. Hier sehen wir es nochmal, oder es ist doch ein ganzer Meter. Naja, egal, auf jeden Fall sein 10. Saisontreffer nach 17 Minuten. 1:1 der Spielstand und es war ein unterhaltsames Spiel, das die leider nur knapp 5.500 Zuschauer in der Lohrheide sahen. Harald Kohr mal wieder von Anfang an dabei, gefährlich die Flanke, Sahne stieg da hoch und das gibt Eckball für Wattenscheid. Gespielt sind rund 40 Minuten. Es tat sich nach dem Ausgleich nicht sehr viel. Wattenscheid drängte auf die Führung, aber spielerisch kam da nicht sehr viel zustande, man muss es deutlich sagen. Es war ein Spiel, das rein vom Kampf her lebte, aber ich sage es gerne noch einmal, es war unterhaltsam heute Abend und Wattenscheid tat viel, um die Zuschauer zufriedenzustellen. Neuhaus. Stefan Kuhn. Dirk Kontny. Sie sehen es, kaum Platz. Dirk Kontny orientiert sich ganz nach links. Und dann, ja, eigentlich unnötig, diese Ecke. 43 Minuten sind gespielt. Dirk Kontny, der Eckenspezialist bei Wattenscheid 09. Und Uwe Neuhaus steigt am höchsten kurz vor der Pause. 43. Spielminute, Wattenscheid 09 für 2:1. Nicht einmal unverdient, denn Wattenscheid hatte in dieser ersten Halbzeit die besseren Torgelegenheiten. Ein Aufsetzer, nichts zu machen für St. Pauli und Jubel in Wattenscheid. Noch einmal ein St. Pauli-Angriffsversuch. Die Konterchance, Sammy Sahne heute oft mit so schnellen Sprints. Das macht er sehr gut, seine Stärke. Schön mit der Brust hier angenommen und eine großartige Reaktion von Tom Forde nach dem Schuss von Emmerling. Dann war Halbzeit und wo zieht sie Wattenscheider hin in der Pause? Natürlich an den Bierstand, so ist das halt im Ruhrgebiet. Die zweite Halbzeit, es ging ähnlich weiter wie in der ersten Hälfte. Ein vom Kampf geprägtes Spiel, etliche gelbe Karten, aber eigentlich nie richtig unfair. Stefan Emmerling macht das gut, kommt zum Flanken und Tom Forde. 50 Minuten gespielt. Die Wattenscheider Fans endlich mal wieder Jubel über eine Führung. Und St. Pauli kam natürlich jetzt. Wattenscheid um Konter bemüht. Und so macht man das. Lang und steil nach vorne. Sahne die Anspielstation. Zusammen mit Kohr in der Spitze. Und das macht der prima, der Sammy Sahne, eine seiner besten Szenen in diesem Spiel. 57 Minuten gespielt. Endstation Tom Kohr. Der Zander sahen wir gerade mit der 13. Dann wieder mal ein solcher Zweikampf. Da sieht
Stefan Kuhn. Die vierte gelbe Karte fehlt damit am nächsten Wochenende beim Gastspiel der Wattenscheider in Hamburg. Beim HSV dann allerdings. Auch hier durchaus vertretbar die Entscheidung von Edgar Steinborn. Und dann gleich noch einmal gelb, diesmal gegen Gronau. Auch hier eine Karte mit Konsequenzen. Er fehlt den St. Paulianern beim VfB Stuttgart. Auch diese Entscheidung richtig, überhaupt möchte ich sagen, Edgar Steinborn, ein aufmerksamer Schiedsrichter. Christoph Daum sah sich das Spiel heute Abend an, sah sich den nächsten Gegner an. St. Pauli, die Mannschaft, die kämpferisch absolut heute Abend überzeugen konnte. Dann vielleicht einer der schönsten Angriffe in diesem Spiel. Gespielt 63 Minuten. Stefan Kuhn häufig auch mit vorne zu finden und dann Harald Kohr fliegt mit der Hacke, der Ball beim Aus, abgepfiffen, also Abschlag vom St. Pauli-Tor. Aber noch einmal diese gute Vorarbeit von Kuhn, der Einsatz von Harald Kohr. Also der Einsatz stimmte auf beiden Seiten, auch Wattenscheid möchte ich ausdrücklich loben, was das Kämpferische angeht. Es war ein sehr tempogeladenes Spiel. Einmal mehr Sammy Sahne mit Anlauf und Platz. Vielleicht hätte er hier auf Chor abgeben müssen. Versucht es alleine, dann ist es Hartmann nochmal, aber der kommt da nicht mehr richtig ran. Und auch hier Abstoß. Aber Szenenapplaus für Sammy Sahne, für Wattenscheid 09. So geht's auch. Weiter Abschlag von Tom Forde. Den kennen Sie ja schon, Sammy Sahne. Freistoß für Wattenscheid 09. Direkt genommen und gar nicht so ungefährlich das Ganze. Und auch hier Szenenapplaus nach rund 70 Minuten. Nun sind wir in der 75. Spielminute. St. Pauli bemüht, kontrolliert aufzubauen. Zunächst einmal über Kotschian und Sievers. Dann verliert Dammann ein Duell, aber sie setzt immer wieder nach. Emmerling, der mir gut gefiel bei Wattenscheid mit einem weiten Pass. Da war dann Darms dazwischen, Zander. Sie sehen, wir zeigen Ihnen hier mal eine längere Passage, um Ihnen einen Eindruck des Spiels zu vermitteln. Vielleicht hier etwas harte Entscheidung, aber auch vertretbar Freistoß für St. Pauli. Darms führt aus. Und das Ganze nochmal, nicht das Handspiel wurde geahndet, sondern da war der Wattenscheider zu früh quasi aus der Mauer raus, aus der Einmannmauer. Dann noch einmal der Freistoß und diesmal ist es Gohlke, der über Ostern Papa geworden ist, Vater eines 4 Kilogramm schweren Sohns. Und das Tor widmen wir hier mal dem Sohnemann. Das 2:2 in der 75. und die 300, 400 St. Pauli-Fans, sie freuten sich sehr über diesen Ausgleich. Dann reagierte Hannes Bongartz für Harald Kohr, der durchaus nicht schlecht spielte, kam Ibrahim. Und das war Frank Hartmann in der 82. Minute aus 17, 18 Metern Entfernung. Knapp vorbei. Und dann gibt es noch ein Bundesliga-Debüt in Wattenscheid. Werner Schmitz kam ganz kurz vor Schluss. Wattenscheid setzte alles auf eine Karte, versuchte in den letzten Minuten das Siegtor zu erzielen. Das ist Jörg Bach. Und das ist noch einmal Neuhaus. Er hätte der Held des Abends werden können. Jan Kotschian unterschätzte die Flanke von Jörg Bach, aber Tom Forde reagierte großartig. Noch einmal. Sicherlich ein Fehler da von Kotschian. Und Neuhaus, er hätte der Mann des Abends sein können. Stattdessen wurde es sozusagen Tom Forde für St. Pauli. Rettete seine Mannschaft vor der Niederlage. Die letzten Sekunden im Lohrheide-Stadion. Noch einmal Einwurf Hans-Werner Moser. Der Spezialist für solche Fälle putzt den Ball unheimlich lange. Er könnte auch ein guter Hausmann sein. Aber dann bringen die St. Paulianer den Ball aus der Abwehr heraus mit vereinten Kräften. Und das war's dann auch. Schlusspfiff 2:2, eine gerechte Punkteteilung.
ein interessantes Spiel in Wattenscheid und